So, meinte Wachtmeister Dimpfelmoser zufrieden. Fehlt nur noch die Unterschrift. Schwungvoll wie immer wollte er seinen Namen unter das Schriftstück setzen, aber es wurde ein dicker Klecks daraus. Denn gerade in diesem wichtigen Augenblick flog die Tür auf und hereinstürmten Kasperl und Seppel. Ach, machte die Großmutter, und es fehlte nicht viel, dass sie wieder in Ohnmacht gefallen wäre, diesmal vor Freude. Grüß Gott, sagten Kasperl und Seppel, da wären wir. Großmutter schloss sie in beide Arme, sie lachte und weinte gleichzeitig. Dass ihr nur wieder da seid, ich hatte entsetzliche Angst um euch. Aber seid ihr es auch wirklich? Ich kann es noch gar nicht glauben. Was sagen Sie bloß zu der Überraschung, Herr Wachtmeister? Wachtmeister Dimpfelmoser war hinter dem Schreibtisch hervorgekommen und machte ein strenges Amtsgesicht. Ich muss sagen, es reicht mir. Nun habe ich ganz umsonst einen Bogen Kanzleipapier vollgeschrieben. Konntet ihr nicht eine Weile früher kommen? Das war leider nicht möglich, Herr Wachtmeister, sagte Kasperl. Aber wir haben Ihnen dafür etwas mitgebracht, was Sie freuen wird. So? Fragte Wachtmeister Dimpfelmoser. Jawohl, sagte Kasperl, den Räuber Hotzenplotz. Sapperlot, rief der Wachtmeister überrascht. Und wo habt ihr ihn? Hier, sagte Kasperl. Er trat an den Schreibtisch und stellte den Vogelkäfig darauf. Aber Wachtmeister Dimpfelmoser bekam einen Wutanfall. Was? Schrie er. Wie? Wofür hältst du mich eigentlich? Glaubst du, ich lasse mir das gefallen? Ich bin eine Amtsperson. Mache deine blöden Späße, mit wem du magst, aber nicht mit mir. Wer sich über mich lustig macht, kommt ins Loch. Sachte, sachte, Herr Wachtmeister, sagte Kasperl und drehte den Wunschring. Ich wünsche mir, dass aus dem Gimpel im Vogelkäfig wieder der Räuber Hotzenplotz wird. Augenblicklich erfüllte sich auch der dritte und letzte Wunsch. Wo der Gimpel gesessen hatte, stand nun der Räuber Hotzenplotz. Er stand mitten auf Wachtmeisters Dimpfelmoser Schreibtisch. In Hausrock und Strumpfsocken stand er da und sein Kopf steckte bis an die Schultern im Vogelkäfig. »He, Sie!« schimpfte Wachtmeister Dimpfelmoser. »Herunter von meinem Schreibtisch! Was fällt Ihnen ein, da hinaufzusteigen? Wo kommen Sie plötzlich her und wer sind Sie denn?« Aber, Herr Wachtmeister, sagte Kasperl, das ist doch der Räuber Hotzenplotz. Wollen Sie ihn nicht festnehmen? Wachtmeister Dimpfelmoser verstand überhaupt nichts mehr. Das soll der Räuber Hotzenplotz sein? Rief er. Unsinn, ein Räuber in Strumpfsocken? Doch, sagte Großmutter. Ich erkenne ihn wieder. Er ist es wirklich. Sie müssen ihn. Aber der Räuber Hotzenplotz unterbrach sie mit einem wilden Schrei. Aus dem Weg da! Dann sprang er vom Schreibtisch und rannte an Wachtmeister Dimpfelmoser vorbei zum Fenster. Er stürzte sich Hals über Kopf durch die Scheibe und wollte das Weite suchen. Doch Seppel erwischte ihn bei den Füßen und Kasperl, nicht faul, ließ den eisernen Rollladen niedersausen. Ratsch! War der Räuber Hotzenplotz festgeklemmt. Er zappelte wie ein Fisch auf dem Trockenen. Seppel, gib acht, dass er keine Sperenzien macht, sagte Kasperl und lief mit dem Wachtmeister Dimpfelmoser hinaus in den Vorgarten. Hotzenplotz hing mit dem Kopf und dem Oberkörper im Freien. Er ruderte mit den Armen wie in der Schwimmschule. Hilfe! Es drückt mir die Luft ab! Ich kann nicht mehr! Japste er. Wie lang soll ich da hängen bleiben?
Das kommt darauf an, meinte Kasperl. Wenn du brav stillhältst, ist es im Nu vorbei. Also gut, keuchte Hotzenplotz, der nun einsah, dass nichts mehr zu machen war. Er ließ sich von Wachtmeister Dimpfelmoser die Hände mit einem Strick auf den Rücken binden und tat keinen Mucks dabei. Dann hob Seppel den Laden ein wenig an. Wachtmeister Dimpfelmoser und Kasperl zerrten den Räuber Hotzenplotz aus dem Fenster. Schwer wie ein Sack Kartoffeln plumpste der alte Bösewicht in den Vorgarten. So, brummte Wachtmeister Dimpfelmoser zufrieden. Dich hätten wir. Aber nun ab durch die Mitte, dass du auf Nummer sicher kommst. Mühsam erhob sich der Räuber Hotzenplotz. Könnten Sie mir nicht den Käfig abnehmen? Fragte er. Nein, sagte Wachtmeister Dimpfelmoser, der Käfig bleibt drauf. Er zog seinen Säbel blank. Doch bevor er mit Hotzenplotz losmarschierte, bedankte er sich geschwind noch bei Kasperl und Seppel für ihre Hilfe. Ich will dafür sorgen, schloss Wachtmeister Dimpfelmoser, dass ihr gleich morgen von unserem Herrn Bürgermeister eine Belohnung bekommt. Dann müsst ihr mir auch erzählen, wie alles gekommen ist. Ich möchte das selbstverständlich zu Protokoll nehmen, klar? Bis dahin, auf Wiedersehen. Wachtmeister Dimpfelmoser führte den Räuber Hotzenplotz dreimal am Strick durch die ganze Stadt. Die Leute kamen aus ihren Häusern gelaufen und staunten. Sie freuten sich, dass der Räuber endlich gefangen war. Was geschieht nun mit ihm? Wollten alle wissen. Fürs Erste kommt er im Spritzenhaus hinter Schloss und Riegel, sagte der Wachtmeister. Und fürs Zweite? Fürs Zweite wird man ihm den Prozess machen. Letztes Kapitel. Kaffee und Kuchen. Kasperl und Seppel saßen in Großmutters guter Stube und strahlten. Wie gut, dass sie endlich wieder daheim waren. Nicht zu fassen, dass nur 3 Tage dazwischen lagen, seit sie das letzte Mal hier beisammen gesessen hatten. Großmutter strahlte auch. Sie deckte geschwind den Kaffeetisch. Dann lief sie hinaus in die Speisekammer und brachte ein großes Blech mit Pflaumenkuchen hereingeschleppt. Auch eine Schüssel voll Schlagsahne stellte sie auf den Tisch. Aber Großmutter, staunte Kasperl, ist heute denn Sonntag? Gewiss, sagte Großmutter, heute ist Sonntag bei uns, wenn auch anderswo Mittwoch ist. Sie trat an den Spiegel und rückte an ihrem Häubchen, dann eilte sie zu der Tür. Du willst weg? Fragte Kasperl. Ach, bloß zu Frau Meier hinüber. Ich leihe mir ihre Kaffeemühle. Ohne Kaffeemühle geht es nicht. Nein, sagte Kasperl und schmunzelte. Ohne Kaffeemühle geht es wirklich nicht. Bitte sehr. Er zog die Kaffeemühle unter dem Rock hervor, stellte sie auf den Tisch und war mächtig gespannt, was Großmutter sagen würde. Großmutter sagte zunächst überhaupt nichts. Sie nahm die Kaffeemühle in die Hand und begann zu kurbeln. Und die Kaffeemühle spielte zweistimmig »Alles neu macht der Mai«. Kasperl und Seppel verhielten sich mäuschenstill. Oh, sagte Großmutter endlich, wie schön. Wisst ihr, wie ich mir vorkomme? Wie denn? Wie, wenn ich Geburtstag hätte und Weihnachten wäre außerdem. Doch nun will ich Kaffee kochen. Großmutter kochte den stärksten Kaffee ihres Lebens. Als die Kaffeekanne auf dem Tisch stand und alle Tassen gefüllt waren,
mussten Kasperl und Seppel erzählen. Ha, sträubend, sagte Großmutter kopfschüttelnd immer wieder nur. Ha, sträubend. Zwischendurch nippte sie dann und wann aus der Kaffeetasse. Kasperl und Seppel aßen Pflaumenkuchen mit Schlagsahne, bis sie Bauchweh bekamen. Und sie waren so glücklich, dass sie mit keinem Menschen getauscht hätten. Selbst mit dem Kaiser von Konstantinopel nicht. Ende der Geschichte.